Und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Informationsvideo über das Modpack CTEX Magic World. Ja, und zwar ist es endlich fertig, das Modpack. Es hat noch ein bisschen an Konfiguration benötigt. Und zwar haben sich noch so Mods wie Thermal Expansion, Applied Energistics und ja, noch ein paar andere, so ein bisschen bekriegt mit ein paar IDs. Das hat er mir aber so nicht ausgespuckt, sondern ist erst so beim Testen von zwei, drei fleißigen Testern bemerkt worden. Und ja, das hat mich so ein bisschen noch an Arbeit gekostet, die ganzen Bugs da noch rauszubekommen. Ich habe es aber endlich, Gott sei Dank, geschafft. Und es können natürlich immer noch irgendwelche Sachen drin sein, die wir noch nicht gefunden haben. Aber ich denke, jetzt sollte alles soweit fertig sein und wir können im Prinzip loslegen und losstarten. Und zwar wird die erste Folge morgen am Sonntag, 2.3.2014 erscheinen. Also morgen Abend gegen 19:20 Uhr so ungefähr um den Dreh. Davor, nachmittags, werde ich schon mal, wenn ich es dann soweit alles fertig habe, ein Installationsvideo hochladen, wie ihr das ganze Pack über den Technik-Launcher downloaden könnt. Ist gar nicht so schwer, aber ich zeige es lieber nochmal, bevor nachher wieder hunderte fragen, wie kriege ich das überhaupt installiert. Also da könnt ihr schon mal Ausschau halten, dass ihr das auch rechtzeitig mitbekommt und auch schon selber loslegen könnt. Und wie gesagt, dann abends dann die erste Folge, die wird vielleicht ein bisschen länger. Die anderen Folgen habe ich mir so gedacht, zwischen 20 und 30 Minuten. Und dann werde ich auch mal wieder ein bisschen im Voraus aufnehmen, sodass ihr auch immer schön pünktlich die Folgen dann ja parat habt. Gut, ja, kurz vor Toreschluss haben es übrigens noch drei weitere Mods ins Pack geschafft. Und ich habe mich so ein bisschen breitschlagen lassen. Und zwar einmal ein Wunsch aus den Kommentaren. Ich kann mal ganz kurz hier, das funktioniert wunderbar. Einmal kann ich hier mal ganz kurz die Mods aufrufen. Da sieht man eigentlich schon mehr oder weniger. Also einmal aus den Kommentaren kam Extra Cells. Das ist eine Mod-Erweiterung für Applied Energistics und bringt im Prinzip neue, ja, neue großartigen Zellen für die Speicherung von Items hinzu, wie aber auch die Modifikation, dass man jetzt ja, Flüssigkeiten im ME-System verwalten, speichern und ja, zu Maschinen leiten kann. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Erweiterung. Und ja, für alle diejenigen, die sich dann mit in diesem Pack noch mit Applied Energistics sehr, sehr großartig austoben wollen, ist das, denke ich mal, eine sehr, sehr schöne Erweiterung. Zum anderen hat sich Bibliocraft hinzugefügt, oder wurde Bibliocraft hinzugefügt. Für all diejenigen, die noch so ein bisschen Einrichtungsgegenstände für die Wohnung haben möchten. Ja, und weswegen ich es eigentlich ganz gerne oder ganz gut finde, ist nämlich dieser Armor Stand. Den finde ich ganz geil daraus. Und natürlich die ganzen Möglichkeiten, die man da noch ja, sonst so noch hat, um seine Wohnung zu verschönern. Vielleicht noch ein paar Stühle oder so hinzufügen. Gar nicht mal so schlecht. Und als letztes hat es noch der Carpenters Mod geschafft. Für all diejenigen, die den nicht kennen, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Mod, mit dem man im Prinzip, ja, man hat hier im Prinzip diese ganz normalen Blöcke und man kann dann mit einem, wir können es einfach mal ausprobieren, man hat zum Beispiel hier die Stairs und man möchte den nach einem bestimmten Block aussehen lassen. Dann könnte man sich hier zum Beispiel einen Grasblock besorgen. Ich gehe mal ganz kurz, wie ging das denn so? Und da könnte man im Prinzip sagen, man setzt hier die Carpenters Block Stairs hin und macht dann mit dem Grasblock einen Rechtsklick daraus. Und schon hat man Stairs aus Gras. Ja, so cool ist das. Und das kann man dann fast mit allen, Blöcken, die Carpenters Mod unterstützt, dann machen und so hat man im Prinzip seine eigenen Vorlagen und kann die dann so texturen, wie man es möchte. Und es gibt sogar noch einige Blöcke, wie zum Beispiel solche Rampen, die kann man dann noch mit dem Hammer bzw. hier mit dieser Chisel kann man die noch drehen und verändern. Also auf jeden Fall sehr, sehr cool und wie gesagt, alle so Standard-Minecraft-Sachen gibt es, wie Türen, wie Betten, also man kann sich ein Grasbett machen oder hier Zäune aus Gras.
Buttons. Also da gibt es auf jeden Fall eine sehr, sehr großartige Möglichkeit. Und für Mods bzw. für Blöcke, die keine Stairs hier bieten, ist das auf jeden Fall doch eigentlich eine sehr, sehr schöne Lösung. Gut, das war's eigentlich so mit dem, was ich noch so erzählen wollte. Ich hoffe, ihr seid auf hier oder haltet auf jeden Fall die Augen offen für morgen und seid gespannt auf das neue Modpack und natürlich auf das Let's Play. Das kommt dann, wie gesagt, abends. Und bis dahin sage ich erst einmal ciao.